Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um das Thema alte Fotos digitalisieren. Und zwar der Hintergrund ist, dass meine Mama vor 2-3 Wochen auf mich zukam mit einem 10x15 Bild von sich und Papa und hatte dann den Wunsch, das ganz gerne auf DIN A4 zu kriegen. Und na Junge, das kannst du doch. Ich sage, klar kann ich das, mache ich dir auf DIN A4. Üblicherweise mache ich das mit einem Scanner. Ich habe einen Multifunktionsdrucker. Der hat oben eine Scanner-Einheit drin. Und das ist halt kein super toller Scanner. Aber immerhin kann man damit Bilder einscannen und kriegt sie so einigermaßen. Für einen DIN A4-Ausdruck soll es reichen. Nur habe ich mir überlegt, Mensch, ich habe ja auch eine relativ gute Systemkamera. Warum nicht mal einfach probieren mit der Systemkamera das Papierbild abzufotografieren und dann entsprechend auszudrucken. War halt auf die Qualität gespannt, war damit eigentlich auch sehr zufrieden. Und bin jetzt hingegangen und habe gesagt, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, wenn man hier solche Bilder, zeige ich das mal eben, davon habe ich eine ganze Menge noch rumliegen, wenn man diese Bilder einfach mal digitalisieren kann, nicht alle, aber so ein paar zumindest. Viele der Bilder, da habe ich auch gar keine Negative mehr zu oder keine Dias mehr zu. Und von daher wäre das doch eine schöne Sache, wenn man diese Papierbilder entsprechend einscannen oder auf den Rechner kriegen würde, um sie dort eventuell weiter zu verarbeiten. So, die Idee war geboren und dann habe ich mir überlegt, da kann ich auch ein Video von machen und mal so vergleichen, mit welchen Digitalisiermöglichkeiten kriege ich denn welche Ergebnisse. So, die vier Möglichkeiten, die hier verglichen werden sollen, sind wie gesagt einmal das Handy. Da habe ich einfach mein Standard-Smartphone, was ich auch ganz normal so verwende, hat eine ganz normale, einfache Kamera, ein Linsenkamera noch, ist also ein etwas älteres Modell schon. Dann habe ich hier eine Kompaktkamera, die hat einen 1 Zoll Sensor und 24 Megapixel. Die macht für meine Belange relativ gute Bilder, ist eigentlich die Kamera, die ich immer dabei habe, wenn ich größere Wanderungen mache, weil ich dann zum Beispiel nicht das ganz große Equipment alles mitschleppen möchte, dann habe ich oftmals nur die kleine Kompaktkamera dabei. Als drittes haben wir dann die Systemkamera mit Wechselobjektiv, einem Vollformat-Sensor und 42 Megapixel. Und das ist schon ein richtig gutes Modell, mit dem ich sehr zufrieden bin, muss ich sagen, und die auch wirklich richtig hochwertige Bilder macht. Die Frage ist natürlich, ob das sein muss oder ob man nicht auch mit kleineren Geräten oder mit kleinerer Technik die gleichen Ergebnisse hinkriegt. Und als viertes natürlich werden wir das Ganze auch noch mit dem Scanner probieren und schauen, was der Scanner uns an Qualität bietet. Was brauche ich neben den Kameras und dem Scanner noch an Zubehör, um sowas zu machen? Das, was ich nutze, ist ein Stativ. Dieses Stativ sollte nach Möglichkeit eine Mittelsäule haben, und zwar eine Mittelsäule, die man auch von unten montieren kann. Ja, das ist einfach besser, dann kann ich die Höhe, also nicht, zum einen kann ich die Kamera gleich nach unten ausrichten und die Höhe, die eingestellte Höhe entsprechend mit der Mittelsäule anpassen. Ja, das ist das eine. Dann habe ich für mein Handy, für die Handyaufnahmen, so eine Schnapphalterung, nenne ich das mal. Ein kleines Plastikteil, das man auseinanderziehen kann, wo man das Handy dann entsprechend einpasst. Hat Gewinde hier unten drunter. An diesen Gewinden kann ich dann die entsprechende Schnellwechselplatte fürs Stativ befestigen und habe somit die Möglichkeit, das Ganze relativ schnell hier am Stativ entsprechend zu befestigen. So, das ist das. Dann habe ich etwas,
Man kann das sicherlich auch mit anderem Licht machen, aber dieses ist ein LED-Light, ein LED-Licht, das ich eigentlich auch immer dabei habe, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Das Teil ist wirklich handlich und richtig praktisch, kann verschiedene Farben beleuchten, rot, gelb, grün, blau, und auch das Weiß kann ich im Farbspektrum etwas verändern, von warmweiß über neutral bis kaltweiß. Momentan ist es auf 5000 Kelvin eingestellt, das ist neutralweiß. Das benutze ich zum Ausleuchten der Bilder oder halt, wenn ich unterwegs bin und habe irgendwie kleinere Dinge, die ich aufnehmen möchte, vielleicht um einfach ein bisschen mehr Beleuchtung zu schaffen. Ich verlinke das mal unten in der Beschreibung zu dem Video, weil das ist ein wirklich nützliches Teil. So, und zu guter Letzt nutze ich für diese Sache hier dieses kleine Stativ. Das ist mein Wanderstativ, was ich immer dabei habe. Wenn ich mit der kleinen Kompaktkamera unterwegs bin, kann man überall befestigen, hinbiegen, wie man es braucht. Passt in die Jackentasche oder hinten an den Rucksack mit dran und ist im Zusammenhang mit der Kompaktkamera wirklich sehr nützlich. Hier nutze ich das allerdings, um das Licht hier drauf zu montieren. Und damit ich das nicht immer halten muss. Ne? Also ich packe das hier drauf. So, und dann haben wir das schon entsprechend hier. Und habe es dann so, dass ich es hier auf mein Bild scheinen lasse. Es ist tatsächlich so, ich habe festgestellt, es reicht ein so ein Licht von einer Seite beleuchtet, den Helligkeitsabfall über das Bild, wenn man das von hier aus beleuchtet, den sieht man tatsächlich fast gar nicht. So, ich habe das Smartphone bereits eingespannt und das Bild auch schon mal so ein bisschen ausgerichtet. Man muss natürlich darauf achten, dass man das Smartphone weit genug runterstellt, dass man das Papierbild möglichst formatfüllend aufnimmt. Außerdem sollte man nach Möglichkeit alles, was an Fremdlichtern ist, ausschalten. Das heißt also alles, was an Scheinwerfern ist. Ich habe jetzt die gesamte Studiobeleuchtung hier ausgemacht, alle meine Jalousien runtergezogen. Das ist ganz wichtig, sonst hat man sofort Spiegelung auf den Papierbildern, gerade bei so Hochglanzfotos. Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Mein Handy hat einen sehr glänzenden, abgerundeten Rand und der führt leider auch dazu, dass es sich teilweise in dem Bild unten spiegelt. Ich habe das jetzt aber so hingekriegt, dass man diese Spiegelung tatsächlich nicht mehr sieht. So, was wir jetzt machen ist, wir werden den Zeitauslöser mit Zeitverzögerung auslösen. Das heißt, 3 Sekunden, nachdem ich auf den Auslöser gedrückt habe, macht das Smartphone erst das Bild. Das hat den Vorteil, dass ich keine Erschütterungsunschärfe reinkriege, Vibrationsunschärfe, wenn ich auf den Auslöser drücke. Und das heißt, das Smartphone zählt dann bis 3 und dann wird erst die Aufnahme gemacht. Und ich gehe auch vom Tisch weg, damit ich dann also nicht aus Versehen auch noch am Tisch ruckel und dadurch Vibrationsunschärfe da reinkriege. So, auslösen. Gut. Ich habe für diesen Test zwei verschiedene Bilder ausgesucht. Das ist einmal dieses Bild, damit man das ganz gut erkennen kann. Und das andere ist ein Bild, also dieses ist ein Bild mit relativ plakativen Farben. Und das andere Bild ist eine Szene von einem Binnensee in Norwegen. Es sind sehr viele Details drauf, Bäume, Steine, Gras und selbst, es hat geregnet den Tag, sodass man selbst die Wassertropfen auf dem Wasser sehen kann. Und ja, das wollen wir mal sehen, ob man das hinkriegt, dass man das so auf dem Bild nachher auch noch gut erkennen kann. Vorgehensweise ist die gleiche. Formatfüllend hinlegen. So, Zeitauslöser 3 Sekunden eingestellt lassen.
und auslösen. Gut. Ich habe das Smartphone jetzt per Hand ausgerichtet, gerade ausgerichtet. Wer da seinen Augen nicht traut und nicht genau weiß, ob es gerade ist oder nicht, man kann sich natürlich auch so eine kleine Wasserwaage, die ich jetzt nicht habe, besorgen. Eine Libelle, die kann man dann hier drauflegen und kann dann das Smartphone per Libelle ausrichten. Ist aber nicht, in meinen Augen nicht zwingend notwendig. Okay, das war schon mal das Erste. Damit sind wir mit dem Smartphone schon mal durch. So, der nächste Versuch geht jetzt mit der Kompaktkamera. Die muss man ein bisschen höher einstellen. Ganz wichtig bei diesen Kompaktkameras ist, die haben ja jetzt einen Autofokus im Gegensatz zu einem Smartphone, das ja üblicherweise einen Fixfokus hat. Kann ich hier also den Fokus entsprechend einstellen auf das Bild unten. Das Problem ist halt, dass ich so weit, also weit genug vom Bild weg sein muss, dass der Autofokus noch funktioniert, weil ich habe eine Naheinstellgrenze bei diesen Kompaktkameras, bei allen Objektiven sowieso, aber bei den Kompaktkameras ist die meistens nicht so besonders gut, also ich kann nicht so nah ran an das Objekt. Daher muss ich muss halt weiter nach oben mit der Kamera. Ich habe sie jetzt so eingestellt, dass der Autofokus so gerade noch funktioniert und damit kriege ich das Bild natürlich nicht so komplett formatfüllend drauf auf das Foto, aber wir schauen mal, es müsste eigentlich noch ausreichen. Das nächste, was man hier macht, ist, dass man die Blende entsprechend ein bisschen runterregelt. Ich habe sie jetzt auf Blende 8 eingestellt. Damit habe ich eine gewisse Tiefenschärfe, mit der ich halt sicherstelle, dass selbst wenn das Bild so ein bisschen uneben liegt, wie es hier ja entsprechend uneben liegt, dass zumindest alles, was dort zu sehen ist, weiterhin scharf ist. Gut, das ist jetzt im Prinzip schon soweit eingestellt alles. Hier habe ich tatsächlich deutlich weniger mit Reflexionen zu tun, als das beim Handy eben war. Machen wir einfach das Foto hier auch wieder natürlich mit Timer. Das heißt also auch hier 3 Sekunden Vorlaufzeit oder hier sind es sogar 5 Sekunden, damit wir keine Vibrationsunschärfen reinkriegen. Und dann lösen wir das Teil einfach mal, ich mache das mal hier so, damit man sehen kann, aus. Gut. So, das ist das erste Bild. Und das gleiche machen wir dann wieder mit dem zweiten Bild genauso. Legen wir das so hin. Sehr schön. Auslösen. Und fertig. Damit sind wir mit der Kompaktkamera auch durch und können jetzt als letzten Versuch sozusagen die Systemkamera nehmen. So, dritter Versuch. Und diesmal mit der Systemkamera, mit einem Wechselobjektiv von 24 bis 105 mm. Eingestellt habe ich sie so weit nach oben, dass das mit dem Fokus alles funktioniert. Ich habe eingestellt auf manuellen Fokus, um zu sehen, ob das Bild auch wirklich scharf ist. Das geht bei dieser Kamera sehr gut, weil man, wenn man manuell fokussiert, zoomt sozusagen die Kamera nochmal in einen ganz bestimmten Bereich des Bildes hinein, den man sich auch auswählen kann und man kann entsprechend dieses Ausschnittes dann auf das Bild scharf stellen. Auslösung auch wieder mit einem 5 Sekunden Timer, mit einer Blende von 9 und einer 20. Sekunde, Histogramm passt, ist in der Mitte, ISO 100, damit wir eine relativ rauscharme Aufnahme kriegen. Gut, dann machen wir das Bild jetzt einfach mal. Gut, das war das erste Bild. Und auch hier nehmen wir das zweite Bild auch noch mit dazu. So, das ist etwas dunkler, das Bild. Daher sagt er mir, ist er jetzt etwas unterbelichtet.
Wir stellen das Ganze ein bisschen besser ein. So, dann passt es. Und auch hier löse ich wieder mit Zeitauslöser aus. So, und damit wäre das soweit fertig. So, also den Scan als vierte Option, das habe ich einfach mal so gemacht, mit 600 dpi gescannt. Und der ist hier unten rechts zu sehen. Wir haben oben links die Aufnahme mit der Kompaktkamera aufgenommen, daneben der Fullframe, Handyaufnahme darunter und der Scan rechts unten. Jetzt, das Erste, was man so vermuten könnte, ist tatsächlich, dass die Aufnahme mit dem Handy, also wenn ich mir hier das Fenster so angucke und hier das Fenster, dann sieht die Aufnahme vom Handy deutlich schärfer aus als die beiden Aufnahmen mit der Kompaktkamera und der Fullframe-Kamera. Wir gehen da mal ein bisschen näher rein, zoomen uns mal auf etwa 67%. Das machen wir hier auch. Das heißt 67%. Bei dem machen wir das auch. Na, da kommen wir schon deutlich weiter rein, wenn wir dann noch weitergehen. Und hier machen wir das auch. So. Im ersten Moment sieht das tatsächlich so aus. Man muss aber dazu sagen, dass das tatsächlich nur so aussieht. Denn wenn ich mir hier die Wellen und die glatte Fläche des Wassers angucke und schaue mir die hier an, also Vergleich Handy zur Kompakt- oder auch zur Fullframe-Kamera, dann sehe ich, dass hier relativ viel Rauschen drauf ist. Dieses Rauschen, das kommt, kann durch verschiedene Sachen kommen. Ich gehe mal davon aus, dass das Handy die Bilddaten schon durch den Bildprozessor so verarbeitet, dass das Bild knackiger, schärfer aussieht. Das ist ja auch gewollt. Ich sag mal, so eine Handyaufnahme kommt als JPEG raus und man kann im Nachhinein nicht mehr viel damit machen. Gewissermaßen schon. Aber das, was wir hier sehen, sind ja Rohdateien, sowohl bei der Kompakt- als auch bei der Fullframe-Kamera. Und wenn wir da mal einfach hingehen und das Bild ein bisschen schärfen, dann sehen wir auch hier, dass es sofort wesentlich schärfer aussieht und doch schon relativ stark an das Bild des Handys herankommt. Natürlich nimmt aber auch das Rauschen im Wasser zu und ja, das sehen wir hier halt auch. Genauso beim Fullframe, da können wir das auch nochmal machen. Da ist tatsächlich die Und dann sehen wir, dass die Schärfe sowohl bei der Kompakt, bei der Fullframe als auch beim Handy relativ ähnlich sind. Da kann man eigentlich kaum Unterschiede erkennen. So, wie ist das beim Scan? Wir können da nochmal ein bisschen weiter reingehen. Der Scan liefert eigentlich, mal abgesehen von der Farbe, das schlechteste Ergebnis. Weil wenn ich da reingehe, die Schärfe hochziehe, dann kriege ich sofort auch Störmuster im Fenster und auch extreme Störmuster auf den Wellen. Also in allen Schwarzflächen wird es unangenehm und das ist hier sowohl beim Handy als auch bei der Kompakt- und bei der Fullframe-Kamera nicht der Fall. Also ich denke einfach, der Scan hat zwar eine bessere Detaillierung hier im Dach, ne, bei den Dachziegeln, da hat tatsächlich hier oben das Smartphone ganz klar Nachteile, weil hier tatsächlich ganz wenig Strukturen zu erkennen sind. Wenn ich da nochmal weiter reinzoome, da ist klar, da spielt natürlich die Fullframe-Kamera voll auf. Die hat hier richtig schöne Details noch, auch in den kleinsten Linien, feinsten Linien, die hier zu sehen sind. Also, was man sagen kann, ist, es geht mit dem Handy, aber es ist eigentlich nicht zu empfehlen. Gerade die
das Verschwinden dieser Linien, dieser feinen Linien auf dem Dach zum Beispiel, ist ein absolutes No-Go. Das muss man sehen, denn das ist auch wirklich im Bild noch enthalten. Und es ist einfach auf dem Bild des Smartphones nicht mehr da. Beim Scan ist es noch da, aber der Scan hat deutlich andere Nachteile hier. Zumindest der Scan mit einem, ja, mit einem Billig-Scanner, sage ich jetzt mal, wie ich ihn in dem Multifunktionsdrucker drin habe. Definitiv macht die Full-Frame-Kamera hier den besten Scan, gefolgt von der Kompaktkamera, dem Handy und dem Scan. Ja, die beiden, sage ich jetzt mal, sind gleich auf hinterher. So, beim zweiten Bild schauen wir uns das mal an. Erstmal sieht das Handybild auch wieder schärfer aus als die anderen Bilder. Auch sogar etwas schärfer als der Scan. Gut, da gehen wir ein bisschen näher ran. So, und hier auch. Und hier auch. So, und dann vergleichen wir das nochmal. Ja, erscheint schärfer. Allerdings, man sieht auch hier wieder das Rauschen in den glatten Flächen. Und was man hier auch viel mehr sieht, sind schon diese kleinen Fussel, die hier drauf sind. Kleine Fehlstellen auf dem Bild, die fallen hier und hier bei dem Fullframe und bei dem Kompaktbild nicht so wirklich auf. Ein Zeichen dafür, dass also schon das Handybild von Haus aus schärft. Also der Bildprozessor führt hier von Haus aus schon eine Schärfung des Bildes durch. So, das machen wir jetzt mal bei den beiden Bildern, die wir hier haben, von Fullframe und Kompakt. Und ziehen da die Schärfe etwas nach. Klar, dann kommen auch sofort die Fussel raus. Das Bild wird schärfer, ist in Ordnung. Machen wir bei dem hier auch. So und so. Ja, prima. Dann haben wir im Prinzip das gleiche wie beim Handy, halt nur manuell nachgeschärft. Ja, gut. Ich denke einfach, diese Handybilder werden hauptsächlich ja dafür, oder die Bildprozessoren in den Handys werden hauptsächlich dafür gemacht. Man macht ein Bild mit dem Handy, packt das auf Instagram hoch und dann ist das okay. Ne? Also das passt dann schon. Ja. Wobei diese RAW-Bilder halt dafür gemacht sind, dass man im Nachhinein die Bearbeitung durchführt. So, beim Scannen, außer dass er jetzt farblich voll daneben liegt, können wir das auch nochmal machen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, okay. Kriegt man auch hin. Also die Farbe ist sowieso nicht das Problem. Am neutralsten wirkt tatsächlich auch das Handybild gegenüber den beiden Bildern mit Full-Frame-Sensor und dem 1-Zoll-Sensor. Die sind etwas rotstichig, ja, wenn der Scan deutlich blaustichig ist. Ja, ansonsten kann man auch hier sagen, würde ich nach Möglichkeit, wenn es geht, mit einer Systemkamera das machen. Die kann dann APS-C oder 1 Zoll oder einen Vollformatsensor haben. 1 Zoll Sensor geht auch. Das Handy geht auch, wenn ich jetzt sage, ich will das nicht vergrößern, sondern einfach bei Instagram hochstellen. Passt. Kann man nichts gegen sagen. Passt. So, diesen Billigscanner, wie gesagt, sollte man einfach nicht nutzen. Zumindest nicht, wenn man mit dem Bild nochmal irgendwas machen möchte. Gut, jetzt aber mal eine andere Überlegung, denn eigentlich ist es ja schon erstaunlich, dass auch selbst ein Vollformat-Sensor, der ja eigentlich in der Realität gestochen scharfe Bilder abliefert, hier bei diesem Papierbild das so schwammig abliefert. Das liegt einfach ganz daran, weil das Bild tatsächlich in diesen Details, wenn ich da mit der Lupe reinschaue, ja, reinzoome. Also wenn ich mir das Papierbild nehme und mit der Lupe raufgucke, dann ist das auf dem Papierbild verschwommen. Ja, das ist nur ein 10x15 Bild, da sind nicht so viele Details drin. Wenn man es wirklich genau haben möchte, dann muss man es halt vom Dia oder vom Negativ selbst scannen. Da ist es noch alles drin. Aber es wird halt vergrößert und je weiter ich vergrößere, desto mehr verschwommen wird das ganze Bild. Damit soll es eigentlich erstmal soweit okay sein. Ich denke, ich werde in der nächsten Zeit nochmal ein Video machen über das Scannen von Negativen und von Dias. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als bei Papierbildern. Schaut ab und zu auf dem Kanal hier vorbei. Am besten abonniert den Kanal und betätigt die Glocke. Dann kriegt ihr immer einen Hinweis, wenn ein neues Video da ist.
Und speziell auch, wenn ich dann das Video hochgeladen habe, wo es um das Digitalisieren von Dias und Negativen geht. Insofern erstmal vielen Dank fürs Reinschauen und ja, bis demnächst.